Mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. All diese Männer waren treue Katholiken, deren Versuche, ihre Kirche zu reformieren und zu einem biblischen Christentum zurückzuführen, von ihrer Obrigkeit vehement niedergeschlagen wurden. Dies hat zu einem Bruch innerhalb der Kirche geführt. Seit einigen Jahrzehnten finden nun wieder vermehrt Beratungen zwischen Protestanten und Katholiken statt. Ein vorläufiger Höhepunkt der Bemühungen um Wiedervereinigung ist die Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die am 31. Oktober 1999 in Augsburg stattgefunden hat. Sie besagt, dass ein Konsens in Grundwahrheiten erzielt wurde, und zwar nur in einem bestimmten Aspekt, nämlich dem, dass der Mensch durch Gnade aufgrund seines Glaubens gerechtfertigt wird. Wie ist das zu deuten? Zeichnet sich ein Umdenken der katholischen Führung ab? Oder handelt es sich dabei nur um ein diplomatisches, kirchenpolitisches Taktieren, vor allem im Hinblick auf das vom Papst ausgerufene Heilige Jahr 2000, in dem es, Zitat Anfang, erneut einen Ablass zur Vergebung der Sünden geben werde. Zitat Ende. Wie kann man nun in diesen Genuss kommen? In den Anweisungen für die Erlangung des Jubiläumsablasses, sprich Vergebung der Sünden, ist nichts zu lesen von Errettung aus Gnade und Glauben allein, sondern Folgendes. Wallfahrten zu bestimmten Städten, besonders natürlich Rom und das Heilige Land, Teilnahme an der Messe, Verehrung der Eucharistie, Vater unser beten, ein anerkanntes Glaubensbekenntnis sprechen mit abschließender Anrufung der Jungfrau Maria, Werke in der Nächstenliebe tun, Entsagungen und natürlich einen ansehnlichen finanziellen Beitrag leisten. Mit welchem Inhalt füllt nun die katholische Kirche Begriffe wie Gnade und Glauben und wie wird die Gnade Gottes für den einzelnen Menschen wirksam? Letztlich geht es um die Frage, wie man eigentlich errettet wird. Durch ein gutes Leben, das deckt sich also mit der protestantischen Auffassung, letzten Endes aber auch durch die Gnade Gottes. Wer in Gemeinschaft mit Gott leben will und das versucht, ich glaube, den nimmt er an. Ja, soweit es geht, nach seinem gewissen Leben. Demütig sein, sanftmütig sein, Jesus von ganzem Herzen lieben, die Liebe lieben, die Liebe muss geliebt werden, so kommt man in den Himmel. Zu Maria beten. Es ist für mich nicht zu definieren. Das kann man schlecht sagen. Einfach die Gebote halten, es kommt jetzt nicht darauf an, ob ich jetzt Katholik oder ob ich Evangelischer bin oder ob ich Hindu bin, sondern es kommt einfach auf die Strahlen Gottes an, die mich einfach selber irgendwo erwischen. Irgendwann im Leben einmal eine gute Tat begangen zu haben. Sich vernünftig benehmen, beten. Man muss ja nicht unbedingt in die Kirche gehen, sag ich mal. Also kann man ja keinen zu verpflichten. Aber halt anständig sein, ne? Ja, eigentlich alle Menschen leben. Die 10 Gebote halten. Tja, weiß ich nicht. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Ja, einfach die Augen und die Ohren offen halten, wo Gott uns begegnen will. Gregor Daliat, Bernhard Dürer und Hervé Pasquier erinnern sich an ihre Bemühungen, sich ihre Errettung zu verdienen.
In der Zeit als Schweizer Gardist wollte ich Gott gefallen mit guten Werken, mit Opfer, zum Beispiel Schildwache zu stehen, 1 bis 2 Stunden ganz still dazustehen oder auch auf Verzicht zu halten. Ich ging auch in Rom zu einer Scala Santa, heilige Treppe, wo ich kniend hochging, um dort zu beten und auch meine Verwandten, die schon gestorben sind, um denen die Zeit im Wegfeuer zu verkürzen. Ich wollte Gott mit guten Werken gefallen. Der Tag im Kloster fängt sehr früh an, so um 3 oder 3:30. Bei uns hat er um 3:30 begonnen und endete abends um 9:30. Wir hatten 7 Gebetszeiten, Offizien im Oratorium. Das ist der Gebetsraum. Dazwischen mussten wir hart arbeiten. Der katholische Weg der Rettung ist ein stufenweises Voranschreiten auf dem Pfad der Erlösung. Der Mensch gilt als verletzt und erfährt Heilung, indem ihm die Gnade Gottes sozusagen tröpfchenweise wie eine Medizin in den Sakramenten zuteil wird, vermittelt durch die alleinige Vollmacht des Priesters. Ja, Sakramente kommt ja von dem lateinischen Wort Sacramentum, von Sacer, heilig, und Mentum, was etwas bewirkt, was etwas macht, also Mittel zur Heiligmachung oder zur Mittel zur Gnadenvermittlung eigentlich. Durch die Taufe werden wir geistig wiedergeboren. Durch die Firmung wird unsere Gnade gemehrt und unser Glaube gestärkt. Wiedergeboren und gestärkt werden wir genährt durch die göttliche Speise der Eucharistie. Wenn wir durch die Sünde in Krankheit der Seele fallen, werden wir durch die Buße geistig geheilt. Geheilt werden wir auch geistig und, falls es der Seele nützt, körperlich durch die letzte Ölung. Durch die Weihe aber wird die Kirche gelenkt und geistig gemehrt. Durch die Ehe wird sie leiblich gemehrt. Einmal ging ich zu meinem Großonkel, der ist katholischer Pfarrer, und fragte ihn: Onkel, sag mal, was muss ich eigentlich tun, um persönlich in den Himmel zu kommen? Mein Onkel schaute mir erst ein bisschen verdutzt an und sagte dann: Ja, Junge, dann musst du Dogmatik studieren. Aber schauen Sie, wie kann jemand, der selber jahrelang Dogmatik studiert hatte und Jahrzehnte als katholischer Pfarrer tätig war, immer noch nicht die Antwort auf eine solche einfache, aber doch wichtige Frage wissen? Und zweitens, wie kann man erwarten, dass normale, persönliche Menschen Jahre ihres Lebens investieren, um Dogmatik zu studieren, um die Antwort auf diese wichtige Frage zu bekommen? Die katholische Kirche versteht sich in der Rolle der Vermittlung der Gnade der Erlösung ganz als den Gnadengeber. Nur die Kirche kann eigentlich diese Gnade vermitteln. Und besonders dann wieder der Priester in den Sakramenten. Und daher gibt es keine Gnade neben dieser Kirche, weil nur die Kirche diese Gnade vermittelt. Erstmal ist beim Sakrament wichtig, dass der Charakter, der Zustand des Vermittlers, des Priesters und dergleichen nicht wichtig ist, ex opere operata, wie man sagt. Aus dem bewirkten Werk, aus dem Ding an sich, wird die Gnade vermittelt. Insgesamt aber ist es so, dass die Gnade eben stückchenweise oder tröpfchenweise vermittelt wird, Tag für Tag, Woche für Woche. Ja, durch den Glauben, durch das Vertrauen, allein packe ich sicher nicht. Ja, die Grundlage ist der Glaube. Der Glaube an Christus. Natürlich muss man glauben. Auch die Bischöfe und Priester sagen, man muss glauben. Ohne Glauben geht's nicht. Woran man aber glauben soll, das ist das Entscheidende.